Yo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es eine kleine Premiere und zwar dachte ich mir, heute nehme ich das Video einfach im Stehen auf. Also heute sitze ich nicht, ich stelle mich einfach hin. Ist irgendwie cooler, ich weiß nicht, vielleicht kann man sich dabei bewegen. Also wenn ihr wollt, dass ich mal Reactions in Zukunft so im Stehen machen kann, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und checkt gerne natürlich Hige aus, denn heute schauen wir uns wieder SpongeBob-Videos an. Aber nicht Fehler, sondern Easter Eggs. Und ihr müsst erraten, ob ihr diese Easter Eggs schon mal jemals gesehen habt. Und zwar 10 SpongeBob-Auftritte in anderen Serien. Ich bin sehr gespannt, wo SpongeBob sich reingeschlichen hat, in welche Serie. Also ich weiß, es gab mal so einen Film, wo im asiatischen TV oder so mal SpongeBob lief oder so, aber das war das Einzige. Wir werden mal schauen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, let's go. Freunde, heute schauen wir uns an, welchen Serien SpongeBob überall so als Referenz aufgetaucht ist. Ohne großartig viel zu reden, let's go. Let's go. Here we go. SpongeBob taucht wirklich oft in anderen Serien auf. Aber diese Momente sind mir nie aufgefallen. Vor allem sind das Momente in Serien wie zum Beispiel Cat Dog. Die neue Generation. Cat Dog? Boah. Leute, ich kenne die Serie noch von früher. Cat Dog war etwas weird. Etwas weird. Ich habe die nicht gemocht, so irgendwie. Die Katze war richtig egoistisch und der Hund war dumm. Also die jüngeren Zuschauer kennen diese Serie wahrscheinlich nicht, aber die älteren Zuschauer sollten diese Serie noch kennen. Cat Dog lief damals immer auf Nick und Super RTL und es ist eine legendäre Serie. Es geht nämlich um Cat und Dog, hier diese beiden, die leben ja in einem Körper. Egal, das will ich gar nicht erklären. Es gibt hier eine Folge, da werden sie von diesen Rüpeln verfolgt und sie waren hier im Kino. Und jetzt hören wir uns das mal ganz kurz an. But who the heck was Rosebud? Im Englischen sagen sie hier auch irgendwas mit Bob. Ich kann es nicht ganz verstehen akustisch. Rosebud habe ich verstanden. Aber das ist definitiv eine SpongeBob-Referenz. Und wenn ihr jetzt denkt, nein, muss nicht sein, passt auf, Leute. Okay. Hier in diesem Cut sieht man das Poster vom Film, wo sie gewesen sind. Jetzt erkenne ich, es ist ein lila SpongeBob, ein Grimace SpongeBob. Und was sieht man dort? Cool. Einen pinken, schwammartigen SpongeBob. Das ist Spongy. Das ist der doch, oder Leute? Ja. Daumen nach oben, wenn ihr auch glaubt, dass das SpongeBob ist. Und jetzt kommt das Verrückteste, Leute. Das ist passiert, bevor... Bruder, ich merke das jetzt erst gerade. Hige, wir beide stehen im Video. Leute, steht mal mehr auf. Guckt mal die Videos im Stehen. Komm, nehmt eure Handys, stellt euch jetzt alle mal hin und... stellt euch jetzt einfach hin und guckt die Videos im Stehen. Egal, ob ihr jetzt auf eurem PC seid oder so, macht es einfach mal bis zum Ende des Videos. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es wirklich getan habt, okay? Wo SpongeBob rausgekommen ist? Wie kann das sein? Das ist wirklich sehr mysteriös. Der nächste Moment ist in einer neueren Serie mit dem Namen Teen Titans Go. Kenne ich nicht. Das ist jetzt kein hundertprozentiger Moment, aber ihr werdet verstehen, warum ich ihn hier mit reinpacke. Denn schaut euch das mal an, hier sieht man diese Person und passt auf, der hat auch den Sprecher von Thaddeus Tentakel, der sagt hier, hier ist ein gigantischer Riesenoktopus und der sieht aus wie Thaddeus. Yo, der sieht halt wirklich aus wie Thaddeus. Leute, das ist Thaddeus, oder? Ich meine, schaut euch mal die Augen an, die Farbe, der hat wirklich ziemlich... Die Augen sind einfach gleich, die Augen sind 1:1. Ähnlichkeiten mit Thaddeus. Vor allem ist es ja auch der Thaddeus-Sprecher. Ja, also ich meine, wenn ihr euch das Auge hier anseht, der hat diese gelblichen Augen mit den roten quadratischen Punkten. Es ist Thaddeus. Ich denke mal schon, dass da Thaddeus mit gemeint ist. Jetzt wird's interessant, denn in Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen, gibt es 3 ganze Anspielungen an SpongeBob. Und hier ist eine sehr gut versteckte und gleich machen wir eine ziemlich offensichtliche. Also bleibt dran. Auf jeden Fall erstmal zu der sehr gut versteckten. Hier sind sie am Strand. Dort passiert so einiges. Ich möchte jetzt auch nicht ganz erklären, worum es in der Folge geht. Auf jeden Fall sieht man hier König Neptun, das Dickerchen hier. Ja. Der spricht über die Unterwasserlebewesen und sagt dann, was sie so alles essen. Although mostly our diet consists of crabs, starfish and the occasional underwater squirrel. Ja, einfach Underwater Squirrel, einfach unter Wasser Eichhörnchen. Das ist zu 100% SpongeBob. Richtig cooles Easter Egg, muss ich sagen.
Seesterne, Sternenfische, Krabben und Unterwassereichhörnchen. Und dann rülpst er sowas aus. Und das ist, kommt euch das bekannt vor? Das ist Sandy Cheeks Schwanz. Jo. Ja. What? Hat der Sandy gegessen? Ich bitte euch, warum sollte man Unterwassereichhörnchen sagen? Das kann doch nur eine Referenz an Sandy sein. Mhm. Oder? Was glaubt ihr? Ja. Schreibt es mir in die Kommentare, das interessiert mich wirklich. Also für mich ist das ganz klar eine Referenz an Spongy. Absolut. An Sandy. Und hier gibt es noch eine Szene, da verwandelt sich Timmy, oder der verwandelt sich nicht, aber der zaubert sich so einen riesigen Roboter her. Und er sieht aus wie so ein käseartiger, was auch immer. Und Cosmo sagt hier etwas sehr Interessantes. All that means is Timmy's due for a good wish. Come on, cheese boy, square pants, make us proud! Er lobt Timmy für seinen guten Wunsch, sich einen Cheese Bob Squarepants gewünscht zu haben. Cheese Bob Squarepants. Cheese Bob, SpongeBob. Käse ist gelb mit Löchern. SpongeBob ist gelb mit Löchern. Das macht Sinn. Pants? Ich bitte euch, Leute. Offensichtlicher geht's nicht. Ja, absolut. Ah, nee, Cheese Boy Squarepants. Egal, es ist das Cheese selbe, Leute. Bob. Cheese Boy ist egal. Bob. Wusstet ihr, by the way, als kleines Easter Egg, ich habe mir das allererste SpongeBob-Magazin geholt. Falls ihr möchtet, dass ich euch das erste SpongeBob-Magazin hier auf diesem Kanal zeige, wie wir da durch die Seiten durchblättern, es ist wirklich crazy, weil die ersten SpongeBob-Magazine wurden auch wirklich geheime Folgen, die nie rausgekommen sind, als Comic sozusagen rausgehauen und auch Behind the Scenes gab es dort ziemlich viel. Dann lasst einen Daumen nach oben und schreibt Comic in die Kommentare. Schreibt Comic in die Kommentare und ich werde euch den ersten SpongeBob-Comic zeigen. Ich habe ihn noch. Da ist eine Folge, die ist sehr verstörend, mit sehr, sehr weirden Zeichenstil. Aber es war sehr cool. Das Magazin war echt cool. Und in diesem Magazin wurde gesagt, SpongeBob hieß nicht SpongeBob früher, sondern SpongeBoy. Und das Ganze ging deswegen nicht aus, dass er SpongeBoy heißt, weil er irgendwie ein Reinigungsmittel, ein Schwamm bereits SpongeBoy hieß. Und deswegen mussten sie einfach in Bob umbenennen, SpongeBob. Peace, Bob. Ihr wisst Bescheid, Leute, das ist definitiv eine lustige Referenz in Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen, von SpongeBob. Und der letzte ist auch legendär, denn die Jungs machen hier einen Ausflug mit dem Lehrer Dr. Crocker. Der Lehrer ist, by the way, Legende, der erinnert mich so ein bisschen an Thaddeus. Aber ja, hier, Mann, gibt es eine Stelle, da sieht man ganz viele Kinder. Und huch, was ist das denn da für eine Person? Moment mal, diese Person kommt mir doch bekannt vor. Kann es sein, dass das SpongeBob darstellen soll? Ich meine, wenn wir uns mal alles anschauen, die Augen, die Haare. Yo, die Grüppchen, die drei Augenbrauen, die Krawatte. Das sieht aus wie SpongeBob. Und die Nase. Die Sommersprossen. Sogar die verdammte Hose. Und das Anzug, das Outfit generell. Ich bitte euch, Leute. Wobei, ich denke eher, das ist Zufall, Leute. Das ist definitiv Zufall. Das ist kein... Leute, der hat sogar ein orangenes Handy. Das sieht aus wie die Ananas von SpongeBob. Was ist das? Alles krasses Easter Egg. Nein, das ist nicht mit Absicht. Das ist Zufall. Doch. Denkt ihr auch, das ist Zufall? Nein, das ist echt. In der Serie Family Guys, die Serie sollte jeder kennen, vor allem auch die neue Generation, ja. Da gibt es eine Folge, da sind die alle hier in der Comic-Con. Die Comic-Con ist ein riesiges Event in Amerika und das gibt es auch wirklich. Und hier gibt es die Comic-Con in Family Guy. Und jetzt schaut euch mal diesen Clip hier an und ich bin mal gespannt, ob ihr hier die Referenzen von SpongeBob seht. Ich hab's gesehen, ich hab's gefunden. Boah, Leute! Jetzt viel Spaß. Sucht, wo ist dieser SpongeBob? Ihr habt ein paar Sekunden Zeit. Ich werde gleich mit dem Mauszeiger dahinter navigieren und dann suchen wir mal drauf. Zoomen wir. 3, 2, 1 und... Habt ihr es gesehen? Hier, Leute. Das ist doch ein Schwamm mit der Nase. Gut, die Augen sehen aus, als wären sie von Gary. Aber man kann hier zusammenfassen, das ist SpongeBob. Sind mehrere. Schaut es euch ruhig an. Okay, mehrere? Schwierig. Ich sehe Star Wars. Ich sehe sonst nichts. Nochmal an. In Ruhe. Oh, doch. Ich sehe noch einen zweiten. Hier unten links. Da ist noch ein SpongeBob. Sie haben einfach zwei SpongeBobs. Okay.
Leute, seht ihr diese ganzen Referenzen? Dort sind überall Kostüme von SpongeBob. Mega nice. Ja! Und wenn ihr dachtet, das war's schon, no, no, no. Es geht noch weiter. Okay. Es gibt noch einen, und zwar hier, da läuft dieser kleine schwarze Junge weg vor diesem komischen Typen mit dem Baseballschläger. Der läuft ins Haus, dann hoch ins Zimmer. Und dann. Aber das ist nicht Family Guy, das ist die Cleveland Show. Ja, steht ja da. Cleveland Show, Season 2. Ich weiß nicht, Cleveland Show war okay, aber ich fand sie nicht so cool. Dann sagt er, oh, ich bin nicht bereit zum Sterben, ich bin noch viel zu jung. Dann sagt er, Moment mal, dann schaut er sich um und habt ihr es gesehen? Oh, ja. Schaut es euch ruhig nochmal an. Die Banane! Denn hier sieht man, na, könnt ihr es sehen, Leute, es ist diese Banane. Das ist SpongeBob, Bananakopf. Ist doch ganz klar, Leute, Banana das ist auf jeden Fall SpongeBob. Vor allem... Ja, die Nase beweist es, Leute. Was wäre es, wenn SpongeBob nicht in einer Ananas wohnt und ein Schwamm ist, sondern er wäre eine Ananas, der in einem Schwamm wohnt? Okay, wir machen weiter. Ich bitte euch, das muss SpongeBob sein. Daumen nach oben auf jeden Fall dafür. Es gibt noch weitere Momente, wie zum Beispiel hier, wo Peter Griffin so verkleidet ist. Dort sieht man noch mehrere Leute in der Stadt. Und hier hat sich einer reingeschlichen, der ein SpongeBob-Kostüm trägt. Und ich frage mich, warum die noch nicht von... Das ist echt geil. Das sieht echt nice aus. Family Guy. Er erfährt, dass der Weihnachten... Was? Da gibt es hier noch einen, wo der Kleine den Machern von SpongeBob verklagt worden. Auf jeden Fall. Und ich frage mich, warum sich einer reingeschlichen, der ein SpongeBob-Kostüm trägt. Und ich frage mich, warum die noch nicht von den Machern von SpongeBob verklagt worden. Auf jeden Fall gibt es hier noch einen, wo der Kleine von Family Guy erfährt, dass der Weihnachtsmann nicht real ist. Ist ja natürlich eine Lüge. Ich meine, der ist real. Der lebt ja oben auf dem Nordpol. Das wissen wir alle. Aber ist ja auch egal. Der denkt hier, dass der Weihnachtsmann nicht real ist. So ein Idiot. Und dann fragt er sich, ob SpongeBob in Bikini Bottom und Thaddeus vielleicht auch fake sein könnten. Die sind natürlich auch real, oder? Ne? Also der erwähnt dann die Namen, man sieht sie nicht, aber die Namen erwähnt. Ja, natürlich sind die real. Leute, Bikini Bottom existiert irgendwo. Irgendwo. Ja. Stewie, du bringst mich in eine beschissene Lage, aber ich habe keine Wahl. Du wirst den Weihnachtsmann nicht töten, weil er nicht existiert. Wirklich, Brian? Er existiert nicht? Richtig, es gibt ihn nicht. Oh, interessant, interessante Theorie. Wen gibt es sonst noch nicht? Aha. Hm? Willst du mir sagen, dass Groby nicht existiert? Hä? SpongeBob? Gibt es den auch? Ja, SpongeBob. Gibt es den? Gibt es den nicht? Ah, ja. Doch nicht, Brian? Ist SpongeBob nicht da unten auf dem Meeresgrund und sagt Thaddeus, was Sache ist? Hm? Die nächste Referenz ist in der Serie The Loud House. Ebenfalls von Nick. Ich persönlich habe die Serie nie geguckt. Ich bin ein bisschen zu alt dafür. Aber egal, die neue Generation kennt das. Und vielleicht ist euch das hier schon aufgefallen. Ich glaube aber nicht, denn das ist sehr gut versteckt. Hier möchte nämlich dieser Boy, ich keine Ahnung, wie der heißt, Leute, ich kenne die Serie nicht, aber er möchte seine Lieblingsserie gucken im Fernsehen. Er hat aber 10 Geschwister, sagt er. 10 Schwestern. Und dann sieht man den Fernseher und was hat man da kurz gesehen? Ja. Na? SpongeBob und Patrick. Ich sag's euch nochmal. Ein Seestern und ein Schwamm, Leute, unter Wasser. Ich bitte euch, das ist doch definitiv SpongeBob. Kennt ihr die Serie Phineas und Ferb? Und hättet ihr jemals gedacht, dass dort sich eine kleine versteckte Anspielung an SpongeBob versteckt? Nein? Ich auch nicht. Aber es gibt sie tatsächlich. Denn hier sind die alle auf einer Insel gestrandet. Und sie sind dort verlassen. Warum denke ich jetzt, dass gleich irgendeine Sandy Cheeks Anspielung kommt? Und einsam. Und sie möchten raus. Dann fängt Phineas an so zu buddeln. Ferb geht zu dem Mädchen, weil sie ein bisschen traurig ist. Ein Schwamm und ein Seestern. Ich liebe diese Easter Eggs. Vor allem, es ist eine Disney-Serie. Die hat nichts mit SpongeBob zu tun. Aber ich finde das sehr cool. Und weil sie es dann nicht rausschaffen. Und dann sieht man Phineas wieder. Und der sagt, hier muss es doch mehr geben als nur diesen Seestern und diesen Schwamm. Ist das eine Referenz an SpongeBob, Leute? Ich meine, er hält hier einen Seestern. Nein, natürlich nicht. Ich weiß es ist nicht. Ist nur ein Zufall. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber es ist auf jeden Fall sus. Ebenfalls in den Simpsons gibt es 2 Referenzen von SpongeBob. Und zwar gibt es hier eine, da baut Bart so einen riesigen Lego-Roboter. Wow. Ganz komisch. Und der Comic-Guy im Knast sagt, woraus der besteht. Aus Batman-Figuren? Ich glaube, ich kenne die Folge. Boah, war die cool. Ich glaube auch noch Star Wars, sagt er. Und aus SpongeBob-Figuren. Also SpongeBob-Lego-Figuren.
Und wo kann man denn hier die SpongeBob-Figuren sehen? Da, Leute, am Bein sieht man nämlich, dass das Bein aus den Figürchen von der Ananas besteht. Also das ist die Ananas-Lego-Figur von SpongeBob. Und es... Wirklich? Am Bein... Ja, doch, stimmt. Das Blaue ist die Tür, das sehe ich jetzt erst. Krass. Sieht man nämlich, dass das wow. Bein aus den Figürchen von der Ananas besteht. Also das ist die Ananas-Lego-Figur von SpongeBob. Not und bad. Es gibt noch eine, da sehr gehen cool. Bart und Lisa auf so eine Halloween-Party in der Schule und die besprechen das und reden darüber und dann kommt Bart hier aus der Party raus und man sieht da ganz kurz einen Einschnitt, so einen Einblick in die Party. Man sieht dort Milhouse, ja. Man sieht dort dieses andere berühmte Kind, die beiden, ihr wisst Bescheid. Und im Hintergrund sieht man einen, nun ja, so eine asiatische Version von SpongeBob, würde ich sagen. Es ist so cool, wie viel Einfluss SpongeBob hat, dass das einfach einer der beliebtesten Cartoon-Charaktere ist. Bis heute. Das ist Wahnsinn, weil so viele andere Nickelodeon-Shows, Timmy Turner, also mit Elfen, wenn Elfen helfen, Cosmo und Wanda, Danny Phantom, Teenage Robot, all diese Sachen sind irrelevant geworden. Die Reality-Shows, die gibt's auch nicht mehr. Drake and Josh, Zoe 101 und so, das kannst du ja nicht weiterführen, weil das sind ja echte Schauspieler. Ist ja klar, dass die irgendwann älter werden. Aber du kennst halt, im Comic, Cartoon-Bereich gibt es fast keine Charaktere außer die Simpsons, die ich jetzt denken würde, dass man die sehr lange kennt. Und die Simpsons sind... Ich gucke die Simpsons nicht mehr. Die laufen ja auf Pro7, aber... Oder jetzt laufen sie nur noch auf Paramount Plus. Oder auf Disney Plus. Disney Plus, ja. Ich glaube, mir fällt sonst keine andere Cartoon-Kreatur ein, Figur, die es so lange gibt wie SpongeBob. Sagen, auf jeden Fall ist das SpongeBob, oder? Auf jeden Fall. Und wenn ihr dachtet, das war's jetzt mit dem Video, dann liegt ihr richtig. Nein. Spaß. Wir haben noch zwei Stück, Leute. Und auf jeden Fall hier in einem Anime mit dem Namen Tengen Toppa Gurren Lagann. Ein ziemlich nicer Anime. Dort sieht man in der 13. Episode eine Person, die sich dort reingeschlichen hat. Nämlich Thaddeus Tentakel. Hier Yo. Fliegt nämlich, ich habe vergessen, wie der Bösewicht heißt, aber der fliegt dort hoch. Und im Hintergrund sieht man Thaddeus, Leute. Und ebenfalls cool. In Nets ultimativer Schulwahnsinn, in der Fototag... In Nets ultimativer Schulwahnsinn. Ich hab die Serie geliebt. Ohne Witz, seitdem ich die Serie geguckt habe, wurde ich so viel besser in der Schule. Keine Ahnung, weil man hat da irgendwie so nicht das echte Schulleben erlebt, aber man hat irgendwie an dieser Serie Gefallen an Schule gefunden. So, die hat einen irgendwie das Leben ein bisschen... Ein paar Tipps waren echt gut. Ja? Episode sieht man SpongeBob. Dort erklärt nämlich Ned Bigby ganz kurz den Zuschauern, wie man sich am Fototag zu kleiden hat und was man nicht zu tun hat. Und dann sieht man da ganz einmal ein Kostüm und dann SpongeBob. Leute, SpongeBob ist echt überall. Ja, Freunde, das war's. Hier, yes, Stewie. Siehst du, SpongeBob existiert wirklich. Mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Ja, war sehr nices Video. Sehr, sehr cooles Video, muss ich sagen. Hat sehr Spaß gemacht. Gerne mehr davon. Ich hab nichts davon gewusst. Keine der Sachen habe ich gesehen. Nichts. Ich kannte keine der Sachen. Und ich finde es super cool. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wollt ihr mehr Videos haben, wo ich so rumstehe? Vielleicht ist es persönlicher. By the way, checkt, Leute, gerne meine Merch-Shop aus. Link in der Beschreibung. Es gibt jetzt eine neue Kollektion, und zwar die Winter Collection 2023 mit dem grünen Hoodie in dem schönen Neon-Design. Allerdings nicht in pink-blau, sondern in rot-grün. Neue Edition, Leute. Also wirklich brandneu. Und ja, wie gesagt... Diese Edition kannst du auch das ganze Jahr übertragen. Es sind nur Winterfarben. Aber ja, falls ihr auch das haben wollt, ist auch in der Beschreibung pünktlich für GTA 6. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. ID-Zock ist raus, haut rein und ciao.